Ja, Dario Bürgli, ich sehe, glaube ich, in den letzten Minuten mit dem Gregory Hoffmann noch mal aufs Goal zuziehen und probieren, das 8-0 schießen. Wie viel Spass macht so ein Spiel für euch als Spieler? Ja, gut. Es macht natürlich Freude. In erster Linie sind es extrem wichtige 3 Punkte, die wir hier in Lausanne holen können. Und nachher haben wir sicher von der ersten Minute an gesagt, hungrig bleiben. Es ist manchmal auch nicht einfach, wenn du eine frühe Führung gehst, um den Fokus zu behalten. Aber ich glaube, heute haben wir es wirklich über 60 Minuten sehr gut gemacht. Ja, jetzt eben 3 Punkte, Platz 7. Heute seid ihr auftreten wie ein Top-Team. Wie sehr vertraut ihr dem Auftreten heute? Ja, man muss ein bisschen Abend für Abend analysieren. Ich glaube, über die ganze Saison ist es leider eben so, dass wir nicht allzu viele solche Matches gespielt haben, beziehungsweise nicht über längere Strecken solche Matches aneinandergereiht haben. Und, trotzdem finde ich eigentlich in der letzten Zeit, gibt es vermehrt sehr gute Auftritte. Ich wünsche nicht immer 7-0. Logischerweise, das ist heute einfach mal so gelaufen. Aber schlussendlich gibt es auch nur 3 Punkte. Für uns ist es wichtig, dass wir vom Boden bleiben und weiterarbeiten und uns aufs nächste Spiel hin konzentrieren.